Guten Morgen. Es ist jetzt Tag 1. Die Hälfte ist noch im Bett, die andere Hälfte ist schon wach. Und ja, jetzt geht's gleich los. Ist alles gepackt. Ich weiß nicht, inwieweit wir noch vielleicht kurz was frühstücken werden. Oder Albert hat gestern angedeutet, dass er vielleicht gerne noch eine kleine Didgeridoo-Session spielen möchte mit mir. Und ja, dann geht's los. In die große weite Welt. Und ja, bin eigentlich total gespannt, wie es laufen wird. Ich glaube, mein Körper hat ja wirklich alles nochmal in die Waagschale geworfen, hier zu bleiben, weil ich habe mir gestern den Halsnerv eingeklemmt und heute habe ich totale Schluckbeschwerden zum frühen Morgen. Und ja, aber nee, fuck you, ich lauf los und ja, mal sehen, wie es wird. Mal des Tages. Es gibt einen Chicorée. Ich werde nicht gleich noch mit einem üppigen Frühstück starten, sondern mich direkt eingrooven auf ja, etwas kargere Tage. Oder auch nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall gibt es zum Morgen einen Chicorée. So, jetzt habe ich morgen doch nochmal nachgeladen. Ja, sehr viel Leinsamen für Omega-3-Fettsäuren. Ich konnte es nicht lassen. Ich musste heute nochmal einen Smoothie trinken, mein letzter Smoothie. Für eine ganze Weile wahrscheinlich. Und ja, den werde ich mir jetzt genehmigen. So, jetzt das letzte Mal aus der Tür gehen. Ein legendärer Moment, natürlich hochkant aufgenommen. So. Mittlerweile haben sich hier ganz viele den Peace Walk angeschlossen. Es sind schon Hunderte, die hier laufen und. Wir essen jetzt gerade den ersten kleinen Picknick. Das sind jetzt noch so Sachen, die geblieben sind, die noch ja, quasi von unserem. Ausgangsequipment dabei ist. Das muss gut gehen. Und ja, Albin hat halt diesen Wagen. Ja? Wir alle müssen unseren Rucksack tragen und Albin fährt einfach diesen Wagen. Das hier, ich glaube, das sind Weidekätzchen. Mir hat Albin gerade erklärt, du kannst auf den nicht gesprossten, also die hier noch nicht so Zeug drüber haben, das kannst du essen. Und dann ist das wie Kaugummi. Du beißt da ewig drauf und kannst die ganze Zeit wie so Kaugummi drauf kauen. Schmeckt noch relativ neutral. Also die ist geil. Einfach Kaugummi aus der Natur. Sehr geil. Hey! Ja, also wir sind jetzt die ersten 6 Kilometer gelaufen und ja, die Schulter schmerzt ziemlich. Eigentlich das, womit ich am wenigsten gerechnet habe, das schmerzt jetzt am meisten. Mein Halswirbel, also mein Nerv, der eingeklemmt ist, das ist irgendwie gar nicht mehr so richtig, ein bisschen noch, aber ganz unproblematisch. Und ja, die Schulter, also das sind ungefähr 16 Kilo jetzt, die ich trage. Das tut schon weh. Das tut schon richtig weh. Ich habe das Gewicht ein bisschen auf der Hüfte verlagert. Problem ist halt, dass mit der Hüfte, ich halt auf der rechten Hüfte eh immer so die Probleme hatte in den letzten Wochen. Das schmerzt auch. Bleibt aber relativ konstant, wird nicht mehr. Es war vom ersten Schritt bis jetzt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist eher ein Zeichen vielleicht, dass sich der Körper dran gewöhnt. Ja, ansonsten Rücken einwandfrei. Wird das ein bisschen kalt. Aber ich überlege schon krampfhaft, was könnte ich noch aus diesem Rucksack entfernen? Könnte ich noch aus diesem scheiß Rucksack entfernen. Aber egal. Ja, aber erstmal schön unterwegs zu sein. Ja, es ist einfach. Es ist so geil. Es ist so geil. Es geht los. Es ist so geil. Ah!
heutige Entdeckung ist auf jeden Fall, dass die Kirschblätter, ich habe sie schon mal gegessen, aber ich esse ja fast alles jetzt so ein bisschen am Wegesrand, aber so richtig satt und gut, also solche Kirschbaumblätter schmecken richtig, richtig gut. Also fast vergleichbar mit Lindenblätter. Lindenblätter ist für mich immer noch die Nummer 1, aber solche Kirschbaumblätter, die sind echt richtig, richtig geil. Bin ich nicht ganz vegan. Aber das gerade essen und dann kommt so ein kleines Räubchen. Oh! Es hat sich selbst umgebracht. Es ist runtergesprungen. Wollte nicht gegessen werden. Ja, es war gerade so schön idyllisch. Und was ihr hier seht, das ist wahrscheinlich eine Hühnerfarm. Natürlich ordentlich hier abgesperrt mit Stacheldraht. Erinnert so ein bisschen an die Konzentrationslager zur Nazi-Zeit. Ernsthaft. Ja, weit ab vom Schuss, dann mit Stacheldraht hier geschützt, dass ja keiner reinkommt, das Elend nicht sieht. Und drinnen, ja, verrecken dann die Hühner, beziehungsweise das, was in den Handel kommt, das essen wir dann. Na, gut. On the top. It's gonna be shit cold, Christian. Wow. Ja, sie kann ja von oben die Dinger dann steuern. Ja. Yeah. But you get it. She's on top. Yeah. Woo. Yeah. She's the king of the hill. It's pretty high. Albin, I help you. Chiara, nimm du mal auf, Alter. Huge solar panels hier. Einfach weiterlaufen. Ah, here it is. No, no, it's like falling down. How are you gonna get down? I don't know. How are you gonna get down, Chiara? Whoop. That's the one. Whoa. With a little help from my friend! How is it? Can I like go for it? Can I really like my whole weight? Yeah! Lay down like when I went up? Yeah. Exactly same. The same. And how am I gonna get down? We do exactly the same. I reach up on Christian and I grab you down and you go down slowly. Okay. Yeah. Maybe it's better if she first then you can hold it. I think better I first because I can reach her when she comes down. Okay. And you, I can stand on you. Okay. You will be the super base, I'm in the middle, you will be the flyer. That's not right. Yeah. That's the fighter. I'm not Yeah, like this. Okay, yeah. Yeah, I am held by this. Okay. Yeah. Yeah. You can do the double one. The double one. With your hands like that's probably best. Okay. Yeah, you can drop me now, Jana. Now you go here. Oh, okay. Yeah. Thank you. And now Jana, you do the same. But I should probably be a little bit higher up here to reach you. So if you can do this one, I think it's enough. And I put one foot here and one foot here. Yep. And Jana. Yeah, so what if I How is this going to happen? We don't know, we just go for it.
We experiment. It's good. Howdy. Okay. Yeah, this is going good. You can just drag down, come down slowly here. And then here, soon, yeah, you got my shoulder here. Yeah, and then you got the right foot, it's really good grip. Yep. And now I can, now you can take me down, Christian. Woo! Woo! Yep. We did it! And I did not! Yay! Now we all three jump, okay? Woo. 1, 2, 3! So, hier möchte ich euch mal zeigen, wie ich mein Zelt aufbaue. Und zwar unter folgenden Aspekt. Und zwar habe ich mich durchaus ein bisschen verrückt machen lassen durch die Problematik mit den Zecken. Das Einzige, was beim Wandern ein Problem ist, ist die Zecken. Und deswegen zeige ich euch, wie ich herausgefunden habe, wie man bestmöglich zeckengeschützten Zelt aufbaut. Und zwar unten das Grundding hinlegen, das Zelt aufmachen, wenn es noch nicht aufgebaut ist, und dann den kompletten Rucksack, den man kurz vorher abgesucht hat, und sich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen, aber so, dann einfach reintun und wieder zumachen. Das heißt, du hast alles, du hast jetzt nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden haben die Zecken Zeit gehabt, in das Zelt zu kommen oder sich am Rucksack zu krallen oder sowas. Und das ist so gut wie nie der Fall, wenn du reinguckt hast. Das heißt, du hast quasi jetzt alles schon im Zelt, was ist, und jetzt tue ich das eine oder andere nachmachen, ne, und mach das direkt zu, ohne dass ich das Zelt schon aufgebaut habe. So, und damit hast du halt auch gegen Mücken, das für mich, da habe ich jetzt kein Problem mit, aber oder andere Insekten, die bleiben dann halt auch sofort draußen. Ne? Du tust halt direkt am Anfang einfach deinen Rucksack, also den aus dem Rucksack das Zelt nehmen, den Rucksack idealerweise noch auflassen, aber ich kam jetzt nicht ran und habe auch keinen gefragt, ob er das mit mir den Rucksack abnimmt. Und ja, und dann einfach das untere Teil hinschmeißen, Rucksack rein zumachen und dann alle Ruhe das Zelt aufbauen. Und so denn das Zelt, sag ich mal, hermetisch abgeriegelt ist, so denn ist dann auch kein Problem. Da kannst du auch Gespräche führen oder sonst was, das macht dann überhaupt nichts mehr. Da kommt nichts mehr rein. Ja, den Rest müsst ihr euch jetzt nicht angucken, wäre wahrscheinlich einfach stoppen, wie so ein Zelt aufgebaut wird. Das könnt ihr ja vielleicht irgendwann mal im Zeitraffer auch aufnehmen. Wenn euch das interessiert, gebt da einfach einen Kommentar. Auf jeden Fall, das mit den Anti-Zecken, das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Ja, das war eigentlich ein ganz schöner Tag. Aber am nächsten Tag, und das werdet ihr dann in dem morgigen Video sehen, passierte was, was eigentlich so nicht geplant war. Und ihr werdet morgen sehen, dass hat sich dann alles etwas anders gestaltet oder als man das am Anfang gedacht haben. Und ich will nicht zu viel verraten, wir schauen morgen das Video und hat sich dann gravierend was geändert. Was es ist, erfahrt ihr morgen. Wir sehen uns dann.